Steinböckel, herzlich willkommen zu eurer Legung heute. Wir schauen einmal, welches Geheimnis dir bald offenbart wird. Das kann etwas sein, das du jetzt noch nicht komplett sehen kannst oder noch gar nicht sehen kannst. Es kann aber auch etwas sein, was dir zugetragen wird über eine Person oder über eine Situation. Wir werden sehen. Du bist genau richtig hier, wenn deine Sonne, dein Mond oder dein Aszendent im Sternzeichen Steinbock ist. Und ein kurzer Disclaimer, bevor wir beginnen, dies ist keine persönliche Legung. Nimm dir daher wirklich nur das für dich heraus, was für dich wichtig und richtig erscheint und lass den Rest gehen. Okay, dann lass uns beginnen. Welches Geheimnis wird bald gelüftet werden für Steinbock? Wir haben The Fates. Also hier kommt ein Schicksal ans Licht. Dein Schicksal, jemand anderes Schicksal. Etwas, was du noch nicht siehst. Ja? Diese Person hat keine Augen. Ja? Also, lass mal gerade schauen. Trägt eine... es ist wie so... Stoff, der über ihr Gesicht gelegt wird. Auf jeden Fall kann sie sehr schwer da durchschauen. Also fällt es dir momentan wahrscheinlich sehr, sehr schwer, etwas zu durchschauen hier. Okay. Vielleicht aber auch eben nur, was dein Ziel sein könnte. Ja, dein Schicksal auch. Und du kannst nicht alles sehen, genauso wie diese Person diesen Stoff über dem Kopf hat. Ja, sie wird auch nicht alles sehen können, hat eine begrenzte Sichtweise. Aber dann löst sich ja einiges. Es lüftet sich, weil es hier ja um ein Geheimnis geht. Welches Geheimnis löst sich hier? Never ending story. Also es ist hier etwas und sie hat eine Maske auf dem Gesicht. Auch interessant, ja. Es ist etwas, was dich nicht loslässt. Das kann sein, dass hier wirklich so eine karmische Verbindung ist, die immer wieder kommt und du denkst, oh, jetzt habe ich es endlich besiegt. Ja, jetzt habe ich das Karma gelöst und es kommt immer, immer wieder. Also es ist etwas, ja, never ending story, ne? Niemals endende Geschichte. Also etwas, wo du denkst, es kann nicht sein. Ich denke jedes Mal, ja, jetzt geht es mir besser, jetzt geht es bergauf und dann kommt wieder irgendetwas zurück. Ich denke aber, dass du entweder erfahren wirst, warum. Also du findest die Wurzel. Wenn du die Wurzel findest, kannst du es ziehen und dann ist es tatsächlich endgültig vorbei. Oder dass es sich hier bald auflöst, ja, dass du quasi noch eine Runde in diesem Rad des Schicksals drehen musst und es dann sich auflöst. Aber wir werden sehen, wenn wir weiterschauen. Und zwei Siebenen fällt mir gerade auf. Einmal 17, einmal 37. Welches Geheimnis wird bald für Steinbock gelöst? Welches Geheimnis wird bald für Steinbock gelöst? Ha! Wir haben die Motte und den Eukalyptus, das Ende, beziehungsweise ein Ende, ein Ending. Also hier geht etwas zu Ende, wie gesagt, etwas, was du schon lange mit dir herumschleppst. Eine karmische Situation, ja, es kann immer wieder der gleiche Partner sein. Also ich meine jetzt nicht, dass es der gleiche Mensch ist, sondern dass es immer wieder der gleiche Typ Partner ist. Ja, dass du denkst, jetzt habe ich die Person gefunden und dann ist es doch wieder, oh, es ist die gleiche Person, nur in anderer Gestalt. Ne? So etwas kann es sein. Es kann eine Situation sein, dass du immer wieder in eine Situation des Mobbing kommst oder immer wieder übers Ohr gehauen wirst in Geldsachen. Also es ist für jeden wird es etwas anderes sein. Aber hier kommt ein Ende ins Spiel. Es wird bald gelöst werden, wie dieses Ende zu dir kommt.
ja, wie du es schaffst, dem ein Ende zu setzen. Welches Geheimnis? Dann haben wir die Eidechse und die Pitcher Plant mit Stagnation. Jawohl, hier wird die Stagnation gelöst. Etwas, von dem du, wie gesagt, entweder kommt es immer wieder oder du findest keinen Weg aus etwas heraus. Ja, das ist Karma, was hier angehäuft war. Okay, also in einem früheren Leben oder irgendwann vor einiger Zeit hast du Karma auf dich geladen, was du abarbeiten musst, darfst, ja. Also im Grunde dürfen wir ja Karma abarbeiten, weil das zu unserem Wachstum beiträgt. Das ist vielleicht für uns nicht so schön, für unsere Seele, die sucht sich das freiwillig aus. Und von daher dürfen wir Karma abarbeiten. Je mehr in einem Leben, desto schwieriger wird das Leben, aber desto mehr wächst unsere Seele. Okay? Und hier, ja, die Stagnation ist bald vorbei. Ihr dürft bald sehen, wie sich dieser Stillstand bald auflösen wird. Okay? Also Gott sei Dank kann ich da nur sagen für euch, ihr habt bald Karma abgearbeitet. Und ich weiß, dass die letzten 2 Jahre für euch nicht hart waren, dass sie sehr hart waren, denn wir haben, also ich habe euch ja begleitet, ja, in meinen Monatslegungen, da habe ich gesehen, Steinbock hatte wirklich teilweise sehr harte Phasen. So, schauen wir mal weiter. Wow, also, als hätte ich, krass, wir haben den Phönix. Heraufbeschwört steigt dein Körper aus der Asche hinein in die strahlenden Flammen deiner Seele. Also klar, ne, man kennt ja auch der Phönix aus der Asche. Du erstehst neu. Du stehst quasi wieder in deinem Glanz und deiner Pracht. Und es ist einfach so, als wärst du wiedergeboren. Ja, also endlich löst sich hier das Karma und du kannst dich frei entfalten. Du kannst wieder zu neuem Leben finden. Ja, also der Phönix ist einfach, man kennt ja diesen Spruch, ne? Also, dass man einfach wirklich wie neu geboren ist und sich das Leben endlich bessern kann. Besonders, wenn man halt wirklich niedergeschlagen war, am Boden des Lebens war, dass man dann wieder aufsteigt und sich neu entfalten kann. Und wir haben noch den grünen Mann. Alles, was ich begehre, fällt mühelos mir zu. Dessen bin ich gewiss. Deren Fülle erfahre ich in all meinem Tun. Also für dich kommt eine Zeit der Fülle, eine Zeit, wo dir Karma ausgezahlt wird, was du, ne, was du auch gutes Karma, was du gegeben hast, ja. Und das wird dir auch zurückbezahlt. Ja, also hier ist eine Phase vorbei. Vielleicht hast du, deine Seele hat dazu unterschrieben, dass du eine Phase durchleben sollst, in der es nicht gut läuft, damit deine Seele wächst. Aber jetzt kann sich hier etwas öffnen. Fülle fließt wieder in dein Leben. Reichtum eventuell, also das Geld, wenn es da Probleme gegeben hat, ja, das fließt jetzt wieder. Also alles wird leichter, die Welt öffnet sich, die Chancen tun sich für dich auf hier, okay? Also sehr, sehr schön, ihr Lieben. Welches Geheimnis? Oh, das ging schnell. Wir haben die 4 der Stäbe, Quatsch, die 6 der Stäbe. Also Sieg, Erfolg, ja, das kommt jetzt bald wieder in dein Leben. Besonders wenn da eine Durststrecke es da gegeben hat, dass du schwer Erfolge einfahren konntest. Neun Stäbe. Vielleicht bist du noch ein wenig im Modus, ich kann es noch gar nicht glauben, okay? Also möglicherweise passieren dir die Dinge und du bist noch sehr vorsichtig,
sagst, ich schaue mir das erstmal an, wie sich das entwickelt. Das ist auch völlig okay. Du darfst da aber vertrauen, dass da tatsächlich sehr gute Dinge kommen, auf dich zukommen. Erfolg, Fülle, ja, all das kommt. Und wie gesagt, ja, du darfst dich öffnen, obwohl ich verstehe, und es ist auch in Ordnung, wenn du dich ein bisschen bedeckt hältst und da erstmal schaust, ne, ist das wirklich etwas, worauf ich bauen kann. Ja? Welche Geheimnisse werden für Steinbock gelüftet? Die haben die Liebenden. Und Gerechtigkeit. Aha. Ja. Du wirst die Entscheidung fällen, dass du dem vertrauen kannst. Ja. Also hier ist eine Entscheidung, die zu machen ist. Ja. Und wahrscheinlich geht es einfach nur darum, völlig in diesen Erfolg zu treten. Ja, also ne, aus dieser Haltung, ich weiß nicht, ob das hier okay ist, ich weiß nicht, ja, einfach zu vertrauen und zu sagen, ja, ich werde mich völlig in diesen Erfolg begeben. Ich vertraue dem Erfolg, ich vertraue der Fülle, ich vertraue darauf, dass das Universum für mich da ist und mich unterstützt in diesem Falle. Und ja, ne, mit Gerechtigkeit hier, es wird Karma beglichen, es wird Karma ausgeglichen. Ja, also falls, ne, wie gesagt, wenn du in einer ungerechten Situation gesteckt hast, es kommt jetzt Gerechtigkeit zu dir und die Waage der Gerechtigkeit wird bald ausgeglichen sein. Okay. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar und ein Abo, ja, damit ihr auch nichts verpasst. Klingelt das Glöckchen an. Ansonsten kann ich für nichts garantieren. Und falls du mich und meinen Kanal damit auch darüber hinaus unterstützen möchtest, kannst du das zum Beispiel mit einem kleinen Trinkgeld auf den Super Thanks Button, das kleine Herz unter diesem Video. Ansonsten gibt es auch noch PayPal, Amazon und so weiter. Die Links und Infos dazu findest du in der Infobox und im angepinnten Kommentar. Und ich sage danke, dass du da warst, wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin.